1959. Nachtzug Hamburg, Basel, Italien. Das Bild werde ich ja nicht mehr los, nicht? Wie das Mädchen da auf dem Polster lag und schlief. Und ich mach noch das Licht aus. Ein Fremder kommt ins Abteil. Ein ganz normaler Fahrgast, so scheint es. Aufgefallen ist mir, dass die Sprache ein bisschen gedeckt war. So habe ich das in Erinnerung. Als die Frau zur Toilette geht, löscht der Mann das Ganglicht und öffnet die Zugtür bei voller Fahrt. Ekel. Ekel. Vor so einem Menschen. Der Mann zieht die Notbremse, steigt aus und macht sich auf die Suche nach seinem Opfer. Später stellt die Polizei fest, der Täter hatte die Frau an den Gleisen lebend gefunden, dann getötet, dann missbraucht. Das stimmt, dass er auf ihn am ehesten dieser Begriff der tickenden Zeitbombe zutraf. Der Täter, Heinrich Pommerenke. In knapp 2 Jahren begeht er 4 Morde und zahlreiche Straftaten. Das Urteil 140 Jahre Haft. Wie wird ein Mensch zum Unmensch? Die eigene Schwester sucht bis heute nach einer Antwort. Wenn richtig Familie da gewesen wäre, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber das vielleicht bringt auch nichts mehr. Es bringt alle anderen, wo tot sind, und alle anderen, wo er missbraucht hat, bringt das denen auch nichts mehr. Mir tut's leid. Jahre sitzt Pommerenke im Gefängnis. Länger als jeder andere Häftling in Deutschland. Dann stirbt er dort. Er hatte Angst und Schrecken verbreitet und wurde für immer weggesperrt. Alle Besucher, die in das Gefängnis kamen, fragten immer als erstes, ist der Pommerenke noch da? Ein kleines Dorf bei Rostock. Bentwisch. Der Geburtsort des Menschen, der sich später selbst eine Bestie nennen wird. Die meisten im Ort wollen mit den Pommerenkes nichts zu tun haben. Die Mutter hat einen zweifelhaften Ruf. Ihr ganzes Verhalten war lockerer, leichter. Und naja, die Leute, die auf sich hielten, gaben sich nicht mit ihr ab. Pommerenkes Vater arbeitet im Rostocker Hafen und ist selten zu Hause. Er gilt als roh und gewalttätig. Seine Frau behauptet später, er habe sie oft vergewaltigt. Am 6. Juli 1937 bekommt das Paar Nachwuchs. Das Taufbuch dokumentiert das neue, unschuldige Leben. Heinrich Max Pommerenke wird geboren. 2 Jahre später folgt eine Schwester. Ich habe die Frau nie mit ihren Kindern zusammen gesehen. Sonst gehen Mütter mit ihren Kindern einkaufen oder was unternehmen oder sonst wie. Das habe ich nie bemerkt. Der Vater muss in den Krieg. Die Mutter findet rasch einen neuen Partner. Die Pommerenke sind arm, aber auf dem Dorf gibt es immer etwas zu essen. Wurden die Kühe gemolken und da kam denn der Pommerenke-Junge und hat denn bei uns aus dem Kannendeckel die Milch getrunken. Kriegsende. Die Russen besetzen das Dorf. Für den 8-jährigen Heinrich ändert sich wenig. Er war eigentlich immer ein merkwürdiger Außenseiter von der frühen Schulzeit an und ein auf sich gestellter Eigenbrötler, der auf seine Weise versucht hat, zu Lust und Befriedigung zu kommen. Hinter diesem Baum, direkt vor dem eigenen Wohnhaus, wird Heinrich Pommerenke zum ersten Mal verhaltensauffällig. Er ist damals noch keine 10 Jahre alt. Ja, ich sehe diesen blassen Jungen vor mir mit dem eckigen Gesicht, mit dem breiten Schädel und dem spitzen Kinn. 2 kleine Mädchen auf dem Nachhauseweg ahnen nicht, dass sich Heinrich Pommerenke hinter dem Baum vor seinem Haus versteckt hat. Er wartet, so lange, bis sie an ihm vorbeigegangen sind. Und dann ging er hinterher
ohne dass sie es merkten, und schlug von hinten auf sie ein. Ich kam angegangen, er merkte, dass ich kam, und dann lief er nach Hause. Heute wissen wir, dass die sogenannten Early Starter, die sehr früh mit antisozialen kriminellen Verhalten auffallen und mit Rücksichtslosigkeit anderen Menschen gegenüber und Impulsivität, dass die sehr oft eine Entwicklung nehmen, die sehr schwer beeinflussbar ist. 1949 ändert sich für die Pomerenke-Kinder schlagartig ihr ganzes Leben. Ich habe nur einen Menschen gehasst in meinem ganzen Leben und die hasse ich heute noch. Und das ist meine Mutter. Wenn die Äußen uns nicht in den Stich gelassen hätte, wäre das nicht so weit gekommen. 100%. Von einem Tag auf den anderen verlässt die Mutter Bentwisch und zieht in die Schweiz, nach Zürich. Johanna Pomerenke lässt alles zurück, sogar die eigenen Kinder. Ja, ich wusste erst gar nicht, wo meine Mutter ist. Es hat nur einfach geheißen, Mutti geht schnell weg, die kommt gerade wieder. Und dann war ich alleine da. Die Schwester muss ins Heim, ohne den Bruder. Der 12-jährige Heinrich hat Glück. Er kommt ins mecklenburgische Malchin, zu den Großeltern. Da hat es schön gehabt bei den Großeltern. Sie waren vielleicht ein bisschen zu alt, dass sie ihn noch aufziehen konnten. Das habe ich das Gefühl. Und das hat er wahrscheinlich auf seine Weise ausgenutzt. Da konnte Oma und Opa gut unter den Finger wickeln. Das war so. Malchin liegt in der russisch besetzten Ostzone. Die Einwohner haben nicht viel nach dem Krieg. Heinrichs Großvater ist behindert. Für den Enkel bleibt wenig. Aber man hilft sich gegenseitig. Wenn die Radtouren gemacht haben von der Schule aus, hatte er kein Pausenbrot, kein Brot mit. Und er wollte aufgrund dessen auch nicht mitfahren, weil es ihm peinlich gewesen ist. Alle hatten was zu essen, nur er nicht. Ne? Und hier, ich weiß hier von Heinz Niemann, dass auch die Eltern ihm Brote geschnitten haben und meine Mutter ihm Brot gegeben hat und auch Kuchen gebacken hat, wenn wir Kuchen hatten. Welche Tage war er nicht ansprechbar und andere Tage, denn da war er wie aufgedreht, ne? So richtig lustig und ob es mit zu Hause zusammengehangen hat oder ich weiß es nicht, ne? Und manchmal, der hat ihn angeguckt, ich glaube, als wenn er durchgeguckt hat. Also so ein stierer Blick, ne? Heinrich hat keine besonderen Interessen. Nur ein Hobby des Großvaters zieht ihn magisch an. Briefmarken. Eines Nachts kann er nicht mehr widerstehen. Er bestiehlt seinen eigenen Opa. Er hat seine Großeltern schon geliebt, irgendwie schon. Aber trotzdem, ich weiß nicht, was in dem Menschen vorgegangen ist. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht war der Teufel da schon drin. Ja, was ist es denn? Ist es was anderes? Es war ja der Teufel in dem Mensch. Ausgerechnet den Großvater bestiehlt er, der es gut mit ihm meint und dem er vertrauen kann. Es ist ihm egal, wer den Schaden hat. Es gibt ja diese Szene zum Beispiel, wo er dem Großvater die Briefmarkensammlung stiehlt, obwohl er selber von sich sagt, das ist eine Person, zu der ich einen sehr guten Kontakt hatte. Also hier sind schon diese sehr prägenden Eigenschaften angelegt, dass es keine Hemmschwellen gibt. Was mir nützt, ist in Ordnung. Das sieht man hier schon in der Kindheit und das setzt sich natürlich dann im Jugend- und Erwachsenenalter in nochmal stärkere Dynamik fort. Heinrich Pomerenke hat kaum Freunde. Er ist viel allein. In der Schule bleibt er zweimal sitzen. Er tröstet sich auf seine Weise. Der ist schon in der Schule aufgefallen durch übermäßige sexuelle Aktivitäten. Also er hat schon sehr früh die Sexualität als eine Art Selbsttröstung für alle Unbillen des Lebens entdeckt und verbunden mit einem aggressiven, räuberischen Zugang Frauen gegenüber. Keiner bemerkt, wohin sich der schwächlich wirkende Junge entwickelt. Dass er manchmal aggressiv und gewalttätig ist, wird nicht beachtet. Mit 14 wird er zum Vergewaltiger.
In einer abgelegenen Gegend lauert er einem Mädchen auf. Er bietet ihr an, sie zu begleiten. Dann wird er zudringlich. Da habe ich gesagt, meine Mutti kommt gleich. Und der hat auch nicht abgelassen. Dann hat er gesagt, ja, warte, Moment. Und dann hat er mich in den Chausseegraben geschmissen. Er hat ein Taschentuch aus meiner Tasche geholt, mir das Gesicht zugedeckt, damit ich ihn nicht erkennen sollte. Und wie er dann anfing, wollte seine Hose alles aufmachen und so, habe ich das Taschentuch runtergerissen vom Gesicht. Und dann hat er gemerkt, halt, stopp. Und hat mich dann rumgeschmissen und hat mich mit dem Gesicht in Maulwurfhaufen gesteckt. Und da ich aber das Gesicht zur Seite gehabt habe, war es mein Glück, dass ich nicht erstickt bin. Das hat er nicht mitgekriegt, dass ich zur Seite. So, und dann hat er, wie gesagt, habe ich mich gewehrt und hat er sein Geschäft da gemacht von hinten. Er kam aber nicht viel ran, weil ich den Hintern, sage ich mal so wie es ist, alles zugekniffen habe. Also ich habe sämtliche Sachen, die ich hatte, versucht zu machen. Und dann, wie er fertig war, hat er mich nochmal richtig genommen und richtig reingestuckt. Und da habe ich gedacht, jetzt bleibe ich liegen und du sagst keinen Ton. Du musst irgendwo jetzt Geduld haben. Heinrich Pomerenke kann untertauchen. Er bleibt ungestraft. Wenig später beginnt er eine Malerlehre. Bei seinem Opfer hinterlässt seine Tat für immer Spuren. Ich bin auch nie alleine mehr geblieben von dem Tag an. Ich habe immer Angstgefühle gehabt, wenn meine Eltern wirklich mal, sag ich, zum Nachbar gegangen sind. Dann habe ich unter das Bett geguckt, überall Licht angemacht, in den Zimmern überall geguckt. Und alles nur immer, ist, ob da einer ist. Es bleibt nicht sein einziger Überfall. Am selben Tatort lauert er zwei Mädchen auf. Die eine fordert er auf, sein Fahrrad zu halten. Ihre Freundin lockt er ins Dickicht und versucht, sie zu vergewaltigen. Doch diesmal wird Pomerenke geschnappt. Zum ersten Mal muss er auf ein Polizeirevier. Er ist knapp 17. Es gibt so wahrscheinlich einen genetisch-körperlichen Anteil, der für solche Delikte verantwortlich ist. Es gibt einen, der hat was mit der Frühentwicklung zu tun und mit den erlebten Beziehungen. Und dann noch einen aktuellen, und das sind die schlechten Zeiten, die viele Menschen in Richtung Kriminalität treiben und prägen. Also für mich war es einfach mein lieber Bruder, mein großer Beschützer. Er war immer für mich da. Ich kann mich ja nicht für meinen Bruder entschuldigen. Ich kann das nicht, aber ich leide, Sie sehen es ja, ich leide genauso darunter, dass er so viel Leid über so viele Menschen gebracht hat, das wusste ja ich nicht mal. Nach dem Verhör bei der Polizei schicken ihn die Beamten zurück zu den Großeltern. Doch er fürchtet sich vor deren Strafe und verschwindet. Zu Fuß schlägt er sich in den Westen durch. In Berlin-Zehlendorf wird er nach Tagen aufgegriffen. Er macht einen verwahrlosten Eindruck. Die Beamten haben Mitleid mit dem jungen Flüchtling aus der DDR, der angibt, dass er zu seiner Mutter nach Zürich möchte. Wahrheitsgemäß berichtet er, warum er flüchtete. Am 16.05.1953 verließ ich die DDR, da ich mir ein etwa 10-jähriges Mädchen vergriffen hatte. Durch zwei Frauen erfuhr es ein Volkspolizist, der mich stellte und zur Wache brachte. Darauf verließ ich die DDR. Für die westdeutschen Beamten ist der Übergriff eine harmlose Pubertätserscheinung. In einem Brief erklärt die Mutter, dass sie ihn aufnehmen will. Es sei nun, wie es sei. Ich bin und bleibe die Mutter und verstoße ihn nicht. Man würde sicherlich heute so etwas genauer abklären, als man das damals gemacht hat. Das ist in der Zeit ist es so gewesen, dass zum Teil Sexualdelikte, zumindest wenn es Erstdelikte waren, noch nicht so differenziert abgeklärt worden sind. Heinrich Pomerenke darf nach Zürich zur Mutter. Auch seine Schwester lebt dort inzwischen, nach 3 Jahren allein im Heim. Warum die Mutter die Kinder allein gelassen hat, bleibt ein Geheimnis. Jetzt leben alle drei unter einem Dach. Ich hatte Heimweh nach Mutti. Das war das. Ich hatte Heimweh nach Mutti. Auf der Kirmes in Schaffhausen findet Pomerenke Arbeit. Eigentlich alles gut. Die Familie ist zusammen und er ist versorgt.